Ihres Geschäftsbereiches. Wir sind auch gleich am Ende des uns selbst gegebenen Zeitbudgets. Ich rufe also als letzte Frage hier auf, die Frage 38 des Abgeordneten Kai Gehring zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Zur Beantwortung steht der parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel zur Verfügung. Bitte. Frau Präsidentin, Herr Kollege Gehring, Sie haben gefragt nach dem BAföG-Bericht. Die geschäftsführende Bundesregierung ist schlussendlich zu der Position gekommen, einer inhaltlichen Festlegung der künftigen Bundesregierung nicht vorzugreifen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Ja, vielen Dank. Die Frage zielte ja vor allem darauf ab, warum Ihr BAföG-Bericht zwischen Entwurf und Kabinettsbeschluss so gravierend verwässert wurde. Ich würde Sie als Bundesregierung jetzt aber vor allem fragen wollen, haben Sie die 25. BAföG-Novelle ja mit dem Versprechen verknüpft, es kämen 110.000 zusätzliche BAföG-Geförderte hinzu. Nun haben Sie mir in der letzten Sitzungswoche da ziemlich euphemistisch auf die Frage geantwortet, dass aufgrund Ihrer Novelle erkennbar sei, dass der Trend sinkender geförderter Zahlen erheblich abgeschwächt werden konnte. Das heißt übersetzt, die geförderten Zahlen sind weiter gesunken statt der versprochenen zusätzlichen 110.000. Werden Sie deshalb als Bundesregierung bei künftigen Prognosen deshalb vorsichtiger sein oder werden Sie das BAföG noch 2018 so gravierend reformieren, dass damit Schluss ist, dass massenhaft junge Menschen aus dem BAföG-Förderung herausfallen? Denn die Eltern werden ja nicht per se reicher, wenn sie mehr verdienen. Stichwort auch kalte Progression. Bitte, Herr Staatssekretär. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege. Ihrer Beschreibung kann die Bundesregierung keinerweise Zustimmung. Faktum ist, dass die Wirkung der letzten BAföG-Novelle erst im Wintersemester 2016/17 in Kraft getreten ist, wenig vorher für die Schüler, sodass eine Vollwirkung der BAföG-Novelle bisher noch gar nicht in Zahlen zu erkennen war. Dies werden wir voraussichtlich jetzt im Jahr 2018, wenn wir die 2017er Zahlen vorliegen haben, schlussendlich bewerten können. Es hat im Übrigen auch demografische Veränderungen, gerade auch im Schülerbereich, gegeben. Das spiegelt sich in den Zahlen wider. Und mit der BAföG-Novelle der Koalition, die in der ausgelaufenen Legislaturperiode beschlossen worden ist, ist es erreicht worden, dass beispielsweise die durchschnittlichen Förderbeträge für den Schülerbereich allein um 8,5% gestiegen sind und für die Studierenden um durchschnittlich 3,6%. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, finde ich hochinteressant, Herr Staatssekretär, dass Sie nicht einfach sagen, die Prognose war gänzlich falsch, sondern auch noch in Aussicht stellen, dass die 110.000 zusätzlich versprochenen Geförderten vielleicht irgendwann erreicht werden. Wenn das jetzt schon nicht der Fall ist, das kann aus den hinterher von Ihnen genannten Gründen schlichtweg auch gar nicht mehr gehen. Deshalb eine Nachfrage zum weiteren Reformbedarf. Ist ja auch in der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes sehr deutlich geworden, dass gerade auch Studierende beispielsweise aus Nicht-Akademiker-Familien auch aufgrund des möglichen Verschuldungsrisikos gar keinen BAföG-Antrag mehr stellen, obwohl sie anspruchsberechtigt sind. Wir haben auch immer mehr Studierende, die in Orientierungsstudiengängen sind, Kompassstudien, Teilzeitstudiengängen, die entsprechend nicht förderberechtigt sind, auch wenn Angehörige gepflegt werden. All das wird vom BAföG überhaupt gar nicht abgebildet. Deshalb zeigt das doch, dass das BAföG überhaupt nicht mehr zur Lebensrealität der Studierenden passt. Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, damit das BAföG wieder diese vielfältigen Lebensrealitäten abbildet? Bitte. Aus Sicht der Bundesregierung ist das BAföG eine ganz wesentliche Grundlage für Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Wenn Sie sich die Zahlen insgesamt anschauen, merken Sie, dass wir in den letzten Jahren weiter steigende Studierendenzahlen haben. Kaum ein anderes Land hat ein ähnliches bildungspolitisches und sozialpolitisches Unterstützungsleistungssystem, wie wir mit dem BAföG dieses anbieten. In der letzten Novelle sind eine Vielzahl von Verbesserungen erreicht worden, was die Fördersätze, was die Freibeträge anbelangt. Wir glauben auch, dass die
Anzahl insgesamt sich weiter nach oben bewegen wird. Aber der Sinn der Sache ist, dass der BAföG-Bericht mit ergänzt durch die Stellungnahmen des BAföG-Beirats, die jetzt Anfang des Jahres kommen wird, dann genügend Auskunft geben wird, wenn wir die Zahlen schlussendlich von 2017 vorliegen haben, dass eine neue Bundesregierung, eine neue Regierungskoalition in der Debatte mit dem Parlament zu Schlussfolgerungen kommen kann, ob weiterer Reform- und Veränderungsbedarf erwachsen ist. Danke, Herr Staatssekretär. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die übrigen Fragen werden entsprechend unter ständigen Übungen schriftlich.